Lok Leipzig könnte den Vorsprung auf Spitzenreiter BFC Dynamo auf 5 Punkte verkürzen. Grundvoraussetzung Auswärtssieg, und nach 5 Minuten durfte Lok bereits jubeln. Zack Paulo Pieplitzer mit seinem ersten Regionalligator überhaupt. Ausgerechnet gegen den Club, in dem sein Papa Tomislav eine Vereinslegende ist. Ab diesem Zeitpunkt Energie klar besser, in Minute 42 der hochverdiente Ausgleich durch Pronicev, 1:1 der Halbzeitstand. In Durchgang 2 Chancen auf beiden Seiten. Die größte vergab Energie Cottbus. Schlimmer Patzer des ansonsten starken Jan-Ole Sievers. Und der gebürtige Borner Yannick Mäder trifft das leere Tor nicht. So blieb's beim 1:1. Lok hat 7 Punkte Rückstand auf Berlin.